Hey Leute, wie ihr vielleicht am Titel erkennen könnt, kommt heute nicht der versprochene Gamescom-Vlog. Und wieso erkläre ich euch jetzt? Weil das hat sich irgendwie zu einem Anxiety-Update entwickelt. I don't know. Ja, Anxiety-Updates habe ich irgendwie vor, jetzt vielleicht ein bisschen öfter zu machen, weil ich jetzt schon so merke, dass ich langsam so aus diesem ganzen Ding rauskomme. Also das wusste ich auch schon, als ich das letzte Mal über Angststörungen geredet habe auf diesem Channel. Aber ja, jetzt irgendwie noch mehr, weil es krasser rausgeht. Und ich werde das jetzt so, ihr müsst schon so aufbauen in verschiedene Sachen, vor allen Dingen jetzt auf die Gamescom bezogen, mehr oder weniger. Aber das werdet ihr ja schon sehen. Was habe ich die letzten Wochen gegen meine Angst getan? Ich war sehr, sehr viel spazieren, also sehr lange Spaziergänge. Ich bin mit dem Zug gefahren, ich war in der Stadt, also shoppen, mehr oder weniger. Und das habe ich ja vorher nicht mehr so gemacht. Also keine Ahnung, für die Leute, die mich noch nicht gucken seit Mai war es, glaube ich. Ja, die Sachen habe ich vorher in meinem Leben schon gemacht, aber wenn dann so eine Angststörung kommt, dann ist das halt nicht mehr so, ja, möglich, weil der Körper alles überskeptisch betrachtet, also das Hirn. Aber das habe ich die letzten Wochen gemacht, um mich mehr oder weniger auf die Gamescom vorzubereiten. Und das hat eigentlich auch alles gut funktioniert, aber ja, ich erkläre euch jetzt, was dann passiert ist. Meine Gamescom, ich beschreibe sie euch jetzt einfach mal. Ich fange jetzt einfach mal mit Dienstag an, auch wenn ich dann noch nicht in Köln war. Dienstag war ich natürlich den kompletten Tag lang übertrieben angespannt und nervös, was ich mir aber noch irgendwie erklären konnte. Einfach weil 4 Tage Köln, Menschen, viele, viele Menschen. Ja. Der Tag ging eigentlich ganz gut. Ich habe mir angewöhnt, so sehr positiv zu denken so und mich normal zu verhalten, auch wenn ich Panik habe innerlich vielleicht. Das kann ich mittlerweile ganz gut. Also ich kann auch eine Panikattacke haben, während ich normal mit euch rede. Ich kriege das mittlerweile hin. Das Schlimme kam dann eher so nachts. Ich habe damals schon, als ich irgendwie, keine Ahnung, 2012, 2013, als ich noch jünger war, hatte ich öfter mal, wenn mein Körper so überstresst war von der Schule zum Beispiel, nachts, also bin ich nachts wach geworden und hatte so Zitteranfälle, also so schüttelfrostmäßig. Und das hatte ich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auch. Und dann war mir natürlich unfassbar schlecht. Und ich habe, ich glaube, in der Nacht insgesamt 3 Stunden geschlafen. Wunderschöne Voraussetzung, wenn man im Zug nach Köln keine Panikattacken bekommen möchte. Ich habe aber trotzdem durchgezogen, weil ich weiß, dass mein Körper natürlich genau das benutzt, um eine Ausrede zu suchen für mich, dass ich nicht nach Köln in dem Fall gehe. Aber ich habe trotzdem durchgezogen und allein was das angeht, ich bin stolz auf mich, dass ich das durchgezogen habe überhaupt, dass ich nach der Nacht, wenn ich nur drei Stunden Schlaf habe, bin ich ein Zombie. Also dass ich den Tag überhaupt bis nach Köln geschafft habe, ohne dass ich irgendwie wegpenne oder umkippe, ist krass. Aber ich war mir aber vorher schon klar, dass wenn ich mittwochs anreise, dass ich da mega befördert sein werde und dann würde ich, also ich hatte zwar für Mittwoch Tickets, aber mir war irgendwie vorher schon klar, dass ich am Mittwoch nicht hingehen werde. Ja, also wie gesagt, am nächsten Tag nach 3 Stunden Schlaf sind wir dann so, also ich war natürlich ultra vorbereitet, weil das ist ja gut zu planen als Mensch mit Angststörung. Also ich hatte schon alles gepackt und da waren halt nur noch so eine To-Do-Liste von ein paar Sachen, die ich halt noch einpacken musste. Sind jetzt im Bahnhof und es war eigentlich recht chillig. Ich meine, also die Nahverkehr fahren ist bei uns eigentlich, also das habe ich mir wieder angewöhnt, dass ich das kann. ICE wäre, glaube ich, auch kein Problem gewesen, wäre um mich herum in diesem Abteil nicht so unfassbar viel Lärm gewesen. Wir hatten eigentlich extra reserviert einen Ruheabteil, aber hey, Deutsche Bahn, kriegt man wieder alles auf die Reihe. Hatten wir halt nicht. Dann saßen wir in einem vollen Abteil, was eigentlich recht ruhig war, bis auf die Leute genau neben uns, die, naja, die ganze Zeit über die Gamescom geredet haben und über Games und ich mir so dachte, ja, nein. Es gibt einfach so, kennt ihr diese, also es sind meistens Typen, ist einfach so,
die Typen, die halt einfach permanent über, was weiß ich, COD und Battlefield und Battlefront reden und wo du dann so denkst, müsst ihr euch irgendwie selbst, also selbst gegenseitig übertreffen in eurem Wissen, weil ich sagte dann eben dran war so, ja, ich weiß und ich beschäftige mich nicht mehr mit dem Thema, halt deine Schnauze, ich will schlafen, ich wollte mich echt ausruhen und das ging halt nicht. Demnach war ich sehr überreizt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man einfach, wenn ihr schon mal auf der Messe wart, also auch während der Gamescom in Köln, dann wisst ihr, wie Überreizung sich anfühlt, nachher, wenn man nach dem Tag komplett nach Hause kommt oder ins Hotel. Aber ja, wie gesagt, ich kam aus dem ICE, habe mich noch zum Hotel geschleppt und bin dann einfach nur noch da ins Bett gefallen. Also ich konnte nicht einschlafen, was wunderschön war. Man ist ja dann so überspannt im Hirn, dass man einfach gar nicht runterkommt. Das heißt, ich habe den kompletten restlichen Tag damit verbracht, irgendwie runterzukommen. Ja, das war mein Mittwoch. Ja, gut, dann kam Donnerstag. Donnerstag war ein bisschen minimal besser als der Vortag. Von meiner Überreizung her, also ich war ab dem Zeitpunkt, ich kam nicht mehr richtig runter, weil unser Hotel, in dem wir waren, war halt ultra hellhörig und selbst mit Kopfhörern, also In-Ear-Kopfhörern, mit denen ich nachts geschlafen habe, hatte ich, glaube ich, keinen ruhigen Schlaf. Ich kann es nicht gut beurteilen, ich habe nicht irgendwas, was das trackt oder so. Aber ja, ich hatte keinen gesunden Schlaf, so nach meinem Urteil her. Gut, also war ich immer noch total überreizt und war total anfällig für Panik. Und das habe ich so nicht so krass nicht mehr gehabt seit. Also in der Art und Weise hatte ich das, glaube ich, noch nie so wirklich. Außer halt echt kurz bevor ich immer umkippe. Also, ist das zweimal passiert. Also kurz bevor ich vor psychischem Stress umkippe oder halt. Ja, keine Ahnung, hat sich angefühlt wie eine Dauerpanikattacke mehr oder weniger. Also teilweise zwischendurch hatte ich Phasen, wo ich ein bisschen runtergekommen bin. Dann, ich glaube, an dem Tag hat. Haben mich dann abends zwei meine Internetfreundinnen beim Hotel besucht, weil sie so wussten, so, ja, mir geht's irgendwie nicht so geil. Und hallo, ich weiß, dass ihr das seht. Ja, dann der nächste Tag war eigentlich gut. Also mir ging es relativ, also ich war immer noch sehr überreizt, aber ich konnte morgens mit frühstücken gehen, ohne total abzudrehen. Ich konnte noch ein bisschen rumlaufen. Aber es war nicht so, dass ich auf die Messe gehen konnte. Weil wie gesagt, wenn ich schon mal auf der Gamescom war, das ist einfach so laut und so voll um einen. Damit wäre mein Hirn nicht klargekommen. So die Stadt von Köln, also nicht die Innenstadt, wir waren in Deutz, also in der Nähe von der Messe in einem Hotel. Das ging noch so, da konnte ich rumlaufen, weil nicht so übertrieben viele Menschen da waren und eingekauft haben und so. Aber ja, das war es dann halt auch. Und ich habe dann auch wieder so nachmittags einfach nur da gelegen und. Und wir haben halt dann, ich glaube, warte, ich rede gerade über Donnerstag oder Freitag? Ich rede gerade über Freitag. Wir haben dann abends schon entschieden, so, ja, wir wollen am nächsten Tag schon recht früh abreisen, weil, keine Ahnung, samstags ist die Messe am vollsten und es war irgendwie abzusehen, dass ich dann nicht mehr auf die Messe gehe, auch wenn ich da eigentlich, wie ich im Monthly Vlog angedeutet habe, eigentlich ein Treffen geplant habe. Aber die ganzen Leute haben sich trotzdem untereinander auch ohne mich getroffen, was ich gut finde. Ja, wie gesagt, heute, ich drehe das sogar noch am Samstag, sind wir dann morgens, also mir ging es morgens immer noch nicht perfekt, es war zwar auch so wie am Vortag in Ordnung, so wie gestern halt, aber es war immer noch sehr überreizt. Also ich kann das schwer erklären, ich habe schon mal, glaube ich, Derealisation erklärt in einem Video. So ähnlich fühlt sich das an, wenn man überreizt ist. Ihr kennt das, glaube ich, wenn ihr, also. Selbst wenn ihr noch nie auf einer Messe wart, wenn ihr so schon mal auf einem Umzug mitgelaufen seid, also auf einem Fastnachtsumzug oder sonst sowas, da ist ja auch mega laut. Also wenn ihr die ganze Zeit Lärm unten um euch habt und abends dann irgendwie zu Hause ankommt und euer Hirn einfach nicht runterkommt. Genauso habe ich mich die ganze Zeit gefühlt, ohne dass ich überhaupt auf der Messe war. Das war halt so eine Dauerstresssituation für meinen Körper, die ich so nicht vorausgesehen habe. Also ich dachte so, ja, Mittwoch wird noch mega krass, aber ich habe halt. Naja, ich habe halt noch nicht einberechnet, dass irgendwie das Hotel total hellhörig wird. Das dachte ich mir halt nicht, dass es so krass hellhörig wird. Also klar stand in Bewertung so, dass man schon Sachen leichter hört so, aber nicht so, dass man echt so jeden Kack hört so. Und das hat es mir halt irgendwie auch ein bisschen kaputt gemacht.
Was habe ich daraus gelernt? Weil ihr wisst, ich bin ein Verfechter von, man lernt halt auch aus beschissenen Dingen was, man lernt auch aus dem Tod einer Person was, man lernt aus, was weiß ich, man lernt aus allem was. Ihr werdet selbst irgendwann, wenn ihr das noch nicht versteht, meinen Gedankenansatz, ich glaube, ihr werdet es irgendwann im Leben verstehen. Ich habe daraus gelernt, don't try too hard, weil natürlich man. Ich habe Geld dafür ausgegeben für die Messetickets, wobei es jetzt echt im Vergleich zum Hotel nicht viel ist. Aber ja, don't try too hard. Einfach so streng dich, überanstreng dich halt einfach nicht, wenn du weißt, dass es halt nicht, also dass es halt nicht Sinn macht. Ich schwer zu erklären, wie ich das meine. Health comes first. Money is irrelevant. Ich schreibe sowas halt öfter mal auf Englisch auf. Aber Geld ist so irrelevant, wenn euer Körper Nein sagt. Also ja, hört lieber auf euren Körper. Selbst wenn ihr, was weiß ich, wie viel Geld ausgegeben habt, euer Körper ist wichtiger als das Geld, was ihr verliert. Und das wird auch immer so sein. Also ist vielleicht scheiße, wenn man Geld für was ausgegeben hat, wo man dann nicht hingegangen ist. Aber ja, besser ihr seid gesund, als dass ihr irgendwie ein bisschen Geld verliert. So. Ich meine, oh, ich weiß gerade gar nicht, wie viel die Gamescom für alle 4 Tage gekostet hat. Ich habe das im März gekauft, also pff, das Geld habe ich schon längst wieder drin. Dann nächstes Mal ein Hotel buchen, was die perfektesten Bewertungen hat und einfach das Geld mehr investieren, weil, oh mein Gott, das war so schlimm. Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr sagen. Es ist einfach zu übertrieben heftig gewesen, wie man da drin alles gehört hat. Also jede Tür, die sich geschlossen hat, hat man gehört. Du brauchst mehr Zeit, Methoden, Methoden, um runterzukommen. Also ich habe zwar meditiert, als ich nicht runterkommen konnte, mehr oder weniger, aber das hat mir teilweise auch nicht geholfen. Also mir hat mehr oder weniger geholfen, halt einfach so Musik zu hören, die einen runterbringt. Also Musik, das ist ja so, ja, schwer zu erklären, wie so White Noise. Wenn ihr wisst, was White Noise ist, dann, ne, sowas halt. Und halt in den Arm genommen werden. Ich meine, körperlicher Kontakt ist halt immer gut bei Angst, einfach umarmt zu werden. Also nicht immer, wenn man eine Panikattacke hat, manchmal nicht, aber ne, so, wenn man so diese Grundangst hat, hilft das meistens. Ja, das Grundfazit, was ich eigentlich habe, ist halt einfach, dass ich im Alltag mittlerweile so gut wie alles schaffe, ohne Angst. Also ich könnte wahrscheinlich, also wenn ich jetzt noch einen Monat so weiter durchpower, wie ich es letzten Monat, also die letzten 4 Wochen gemacht habe, dann kann ich ab nächsten oder übernächsten Monat rein theoretisch schon so arbeiten gehen, wie ich es halt geplant habe. Ich nehme euch da ja sehr in meine Gedankenwelt mit, in meinen Vlogs, in meinen Monthly Vlogs und so. Weil ich mir meine Schule sowieso bezahlen muss ab einem gewissen Zeitpunkt. Und das war so mein Ziel, dass ich ab Herbst irgendwann arbeiten gehen kann. Und das werde ich wahrscheinlich auch packen. Wie gesagt, Alltag schaffe ich jetzt schon ganz gut, aber mit arbeiten gehen werde ich es ab nächsten Monat spätestens schaffen können. Große Events muss ich noch dran arbeiten. Aber das weiß ich eigentlich auch, weil ich letztes Jahr. Nicht letztes Jahr. Wobei doch letztes Jahr schon. Letztes Jahr um die Zeit zwischen April und August habe ich ja genau dieses Groß-Event-Ding praktisch auch immer höher gesteckt. Also dass ich erst irgendwie mit Freunden hier war, mit Freunden da, dann war ich mal allein hier, mal allein da bei großen Sachen. Ja, sowas halt. Also dass man erst den Alltag klar, mit dem Alltag klarkommt und dann mit den größeren Events wie einer Gamescom oder einem Kino-Event, wie es letztes Jahr war, oder Freunde besuchen, wobei das noch am einfachsten ist. Das ist die beste Steigerung. Konzerte. Auf ein Konzert werde ich es wahrscheinlich auch packen, weil das ist ja nichts, was mehrere Tage geht. Aber Dinge, die mehrere Tage gehen, sind so, da sollte man sich drauf hinarbeiten irgendwie. Was ich eigentlich auch gewusst habe, aber ich wollte halt einfach nicht sowas wie eine Gamescom absagen. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. So ist halt einfach, ja, ich habe halt auch meine Gesundheit anders eingeschätzt. Ich bin mir jetzt nicht ultra böse, dass ich es nicht gepackt habe, einfach weil meine Gesundheit, wie gesagt, vorgeht. Und jemand, der so überreizt ist wie ich, so, nee, also ihr könnt nicht
also ihr könnt halt nicht sagen, so ja, geh doch trotzdem hin. Zu einem gewissen Grad kann ich mich noch einschätzen und Sachen machen, aber also ich hätte wahrscheinlich noch mehr durch die Innenstadt laufen können. Aber auf eine Messe gehen, mit dem überreizten Kopf, da hättet ihr mich dann am Ende mit auf dem Boden liegen sehen. Ja, also lieber nicht auf dem Boden liegen mit was weiß ich was, als halt gesund zu sein und halt zu verzichten. So ist halt schade, weil ich einige Freunde nicht gesehen habe dadurch. Aber ich bin halt auch sehr dankbar für meine Freunde, dass sie alle sehr viel Verständnis dafür hatten. Also die Leute, die ich unbedingt treffen wollte, hatten Verständnis dafür. Und da habe ich halt, wie gesagt, auch teilweise besucht im Hotel, weil es halt mehr oder weniger um die Ecke von der Messe war. Ja, also ich bin sehr dankbar für mein Umfeld. Ich bin sehr dankbar für meine Mama, weil die musste mich die ganzen 4 Tage, 3,5, ja, ertragen. Und hat mich verpflegt mit Essen. Ja, das war so mein Update. Ich meine, das, also ihr kennt, wenn ihr meine Vorgeschichte nicht kennt und jetzt nur dieses Video guckt, dann schaut mal bei meiner Anxiety Story vorbei. Das ist ein Video, was ich im Mai gemacht habe. In der Zwischenzeit habe ich halt einfach so kontinuierlich im Alltag an mir gearbeitet. Aber ja, das ist so das, was ich gemacht habe die letzten paar Wochen und insbesondere jetzt diese Woche mit der Gamescom. Aber ja, das ist immer wieder schön zu sehen, was man so lernt. Und wie, dass man, wenn man noch nicht so weit ist, also es ist krass, wie sehr man durch Angststörung, durch eine zweite Angststörung, also eine zweite Episode davon, lernt, trotzdem sich selbst zu lieben und sich nicht selbst dafür zu hassen, dass man jetzt irgendwo nicht teilnehmen konnte. Und wie man sich intuitiv die richtigen Freunde aussucht, die einen halt auch verstehen, wenn man nicht kann. Ist halt cool, so zu sehen, wie man sehr viel empathischer wird, wie man sehr viel mehr Menschenkenntnis entwickelt und auch sich selbst, also die eigene Intuition besser hört. Also Angststörung, wie gesagt, das ist was Schlechtes, was halt auch irgendwas Positives mit sich bringt. Ich habe durch Angststörung viele Sachen gelernt, die andere vielleicht niemals in ihrem Leben lernen werden. Ich kann halt wieder... Ihr wisst, ich komme gerade erst zurück. Wir haben immer noch Samstag. Ich habe noch nicht geschlafen. Ich bin immer noch sehr, also nicht mehr so krass überreizt, weil ich halt in einem Safe Place bin, also in meinem Zimmer halt. Aber ja, ich entschuldige übrigens für die Beanie oder das Beanie. Ich weiß gar nicht, was der richtige Artikel ist. Ich habe trotz normalem Haare waschen trotzdem irgendwie fettige Haare, recht schnell nachgefettete Haare. Deswegen habe ich hier aufgezogen. Guckt mein Gamescom-Shirt an, das hat mir meine Mutter mitgebracht, die war an einem Tag dort und da meinte auch, ich gehe lieber nicht hin, weil sie mich ja gesehen hat und wusste, wie überdreht ich bin, also mein Kopf überdreht ist. Ja, und tut mir leid, dass ich so niedrig im Frame bin, also meiner Meinung nach, die ganze Zeit, weil ich so, mein Körper will halt entspannen. Aber ich wollte euch unbedingt dieses Update zeigen oder geben, ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, die letzten 20 Minuten fast. wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!